Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the second channel. So geht mein Intro, genau. Darum hat dieser YouTuber TV-Show ein Problem. Es gibt eine YouTuber TV-Show. Kennt die irgendwer? Es gibt wieder eine neue Serie mit Influencern. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf neue Serie. Wir waren das letzte Mal bei so einer Serie dabei. Simex hat mal bei so einem Format mitgemacht, ne? KS-Freak aber auch. Im Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten Simon Desio-Sendung auf RTL, wir hatten Leo Baileys Kinofilm und jetzt gibt es eine neue, wunderbare Serie, nämlich auf Join. Dort gibt es nämlich jetzt die Sendung Behind the Feed, wo 5 Influencer gezeigt werden und deren... Ah, das ist der... Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich hoffe, er ist ein R. Keine Ahnung, ja, die anderen sagen mir alle überhaupt nichts. Aber mal schauen, was die Blick da so machen. Hinter die Kulissen der ganzen Szene. Ist das Marvin Magnificent? Szene. Paola Maria, Marvin Magnificent, yes! Naomi John, Nian Sen und Hendrik Giesler. Und ich habe mich natürlich nicht dumm lassen und habe mir das Ganze angeguckt, damit ihr das nicht machen müsst. Wenn ich das Video hier aufnehme, sind aktuell 4 Folgen draußen. Ich habe mir 3 davon angeguckt und das reicht, um sich ein Fazit bilden zu können. Denn es gibt ein ganz, ganz großes Problem bei dieser Serie. Ich habe mich hier mal wieder für euch aufgeopfert, damit ihr das Ganze nicht selber gucken müsst, aber trotzdem alle heißen und pikanten Infos bekommt. Erste Folge, es geht direkt los mit dem Intro und es werden die einzelnen Followerzahlen der Leute eingeblendet. Das ist wichtig. Damit man nochmal weiß, was für eine Relevanz hier eigentlich ist. Denn ich wette, keiner von denen hat weniger als insgesamt 1 Million so auf allen Plattformen. Darum geht's ja. Follower. Endlich 5 Abonnenten. Dann geht's los, wir sind bei Marvin, denn der muss sich stylen, denn es geht für ihn zur Fashion Week. Und währenddessen ruft ihn ganz, ganz zufällig, wenn zufällig das Fernsehen da ist, der Hendrik an, ja, per Videotelefonie. Ah, der Hendrik, ja, ist halt als Influencer immer und... Per Videotelefonie, wie man es halt macht, man ruft die Leute per Videotelefonie. Unterwegs, Mailand, London, Berlin, wo auch immer. Und Hendrik erzählt, dass er bald auf die Malediven fliegt. Klar, Props an alle, die mit dem Bus zur Arbeit fahren, das gleicht die CO2-Bilanz bestimmt wieder aus. Und Marvin erzählt uns, dass er im Gegensatz zu Hendrik irgendwie nie in den Urlaub fährt und sehr viel am Arbeiten ist und dass er jetzt für sich eine neue Wohnung suchen muss. Break, wir sind bei Naomi, die kommt irgendwie nicht so ganz mit ihren neuen Fingernägeln klar. Das ist eine wilde Frisur gewesen. Wohnung suchen muss. Break, wir sind bei Naomi. Ich habe sowas noch nie gesehen, tatsächlich. Das schaut interessant aus. Omi, die kommt irgendwie nicht so ganz mit ihren neuen Fingernägeln klar. Ja, das sind große Probleme, die wir alle tagtäglich haben. Da merkt man mal, dass es hier um Inhalt und Substanz geht. Und sie hat auch noch irgendwie so ein bisschen Restkater von gestern und dann telefoniert sie auch mit dem Marvin. Break, wir sind bei Paola Maria. Die muss nämlich gerade erstmal so ein bisschen ihre Familie organisieren. Ich glaube, die hat 2 oder 3 Kinder, ich weiß gar nicht. Wie wischt man sich den Arsch mit sowas? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist auch immer der erste Gedanke ist halt, du schränkst dich halt einfach obviously komplett ein, wenn du dir so extrem lange Fingernägel machst. Es gibt ja auch safe solche, die kannst du halt mittendrin runtergeben, oder? Also nur so für Fotoshooting oder so. Ja. Ganz genau, die werden immer zensiert, man sieht die jetzt nicht so im Vollbild. Und sie erzählt, sie hat einen neuen Freund, ist ja gerade im Scheidungsprozess mit der Ehe mit Sascha. Und dass die Beziehung mit Sascha... Ach, das ist die! Das ist die Ex-Freundin von Sascha von den Außenseitern. Ja, jetzt macht das natürlich Sinn. Gerade sehr, sehr schwierig ist, dass das irgendwie ein bisschen unschön abgelaufen ist. Und dass sie einen wichtigen Business-Termin für ihre eigene Dirndl-Kollektion hat. Wir sind wieder zurück bei Marvin. Okay. Der macht sich immer noch fertig. Marvin Magnificent oder wie KuchenTV sagen würde, Marvin Magnificent. Ja, der ist halt immer ein bisschen spät dran und muss dann wie ein ganz normaler Mensch, also gut, in so einem Outfit, aber wie ein ganz normaler Mensch den Müll auch runterbringen. Das ist Content, den wir brauchen. Ja, dass wir sehen, ey, Influencer, die haben ja auch ein ganz normales Leben. Die müssen sogar auch Müll wegbringen. So erbärmlich. Erbärmlich. Ja, und dann ist er bei Naomi angekommen und dann gibt es da einen Typen, der hat ein ähnliches Outfit wie Marvin und dann hilft er Naomi, sich noch zu stylen. Ja, zurück zu Paola. Die hat immer noch Struggle. Da kommt nämlich Sascha, der muss die Kinder abholen. Die beiden haben ein Gespräch, das sieht man nicht direkt, aber sie erzählt dann, ja, das ist eigentlich ganz gut verlaufen. Und dann kommt sie eine Stunde zu spät zu dem Dirndl-Treffen und ich fühle die Leute, die da sitzen, eine Influencer-Kampagne planen und sich denken, ja, eine Stunde, damit war zu rechnen. Naomi und Marvin fahren mit ihrem Kollegen. Dirndl-Kollektion? Wie viele Leute kaufen sich ein Dirndl? Und wenn du dir ein Dirndl kaufst, das ist doch safe auch teuer, oder? Wie viel kostet so ein Dirndl? Locker so ein Huni oder so. Und wenn du dir eins kaufst, kaufst du dann eins von einer Influencerin? Was ist das? 400?
Na. Dirndl ist so, wie sagt man, so ein traditionelles Kleid-Ding. So, ja, genau. Zu der großen Modenschau, gucken sich das Ganze an, machen ein paar Fotos, machen ein bisschen Story. Und Naomi erzählt von ihren Dating-Erfahrungen und dass sie von einem Typen mal geghostet wurde. Ja. Paola plant währenddessen ihre Dirndl-Kampagne in Italien. Ja, okay. Ja gut, das kostet mehrere hundert Euro, das hätte ich jetzt nicht... Ja, I don't know. Ja, Tracht. Ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. Italien soll das stattfinden. Okay. Und Marvin und Naomi gehen nach der Show zusammen essen. Ja, das war die erste Folge. Und ich würde euch gerne noch mehr erzählen, aber so viel mehr passiert in den anderen beiden Folgen gar nicht. Nihan ist sehr große Teile der Sendung beim Friseur und unterhält sich ein bisschen mit ihrer Schwester und erzählt, dass sie alle anderen Teilnehmer dieser Sendung zu einem Essen einladen möchte. Paola Maria hat Struggle, weil das mit der Familie natürlich nicht immer ganz so einfach ist und weil ihr aktuelles Haus ihr optisch einfach nicht gefällt. Da muss mal ein Architekt kommen und da drüber gucken, was man jetzt hier nochmal anders machen kann. Hendrik ist bei irgendeiner Agentur und probiert Klamotten an für die Show, wo er bald mitlaufen soll. Ja. Und der ist einfach neben den Kleiderständern ist da einfach schon ohne T-Shirt. Und probiert Klamotten an. Na klar, so probiere ich es halt auch immer an. Mitten im Dieselstore ziehe ich mich einfach raus. Ganz ehrlich, da laufe ich auch meistens einfach nackt durch die Gegend. Ja. Für die Show, wo er bald mitlaufen soll. Ja. Und Nihan trifft sich mit Paola Maria und die reden darüber, dass sie sich 4 Jahre nicht gesehen haben und was so abging und sehr viel auch über ihre Beziehung zu Sascha. Marvin chillt mit seiner Mutter bei sich zu Hause und sagt, wir hatten hier eine große WG, meine Mama muss ausziehen, ich muss ausziehen. Und dann hilft er seiner Mama, eine neue Wohnung zu finden. Naomi macht eine Release-Party, die hat einen neuen Song rausgebracht. Da sieht man aber nicht, wie das alles stattgefunden hat. Es gibt nur die Party. Also Party im Sinne von 10 Leute kommen bei ihr zu Hause zusammen. Ja, und Marvin und Nihan brauchen noch ein krasses Outfit, weil... Jo, bei mir ist schon Party, wenn eine extra Person daheim ist. Es ist ja Motto Pink-Rot. Scheiße. Wir müssen Outfits kaufen. Ja, und dann gehen sie shoppen und dann gehen sie halt zu der Party hin. Manche von euch werden das vielleicht jetzt alles gehört haben und sich denken, wow, Timon, das klingt unfassbar langweilig. Und ich kann euch mit Fug und Recht behaupten, das stimmt. Das ist es auch. Es war so unfassbar langweilig. Es ist nichts passiert. Gut, es sollen ja noch ein paar Folgen kommen. Vielleicht passiert da der krasse Plot-Twist. Ich glaube nicht dran. Aber es fällt auf, dass nicht viel passiert, weil das einfach ganz normale Menschen mit einem auch ganz langweiligen Alltag sind. Da wird mal essen gegangen, geshoppt, eine neue Wohnung gesucht. Alles jetzt Sachen, Alltag, die ich mir als Show nicht unbedingt angucken muss. Wenn man jetzt irgendwie... Das ist halt das Ding. Ich habe nicht ganz verstanden, was das Konzept dahinter ist. Die laufen denen einfach so hinterher. Das ist nicht irgendwie so, yo, wir machen hier Challenges und wir machen hier, keine Ahnung, wir stecken euch in irgendwelche weirden Szenarien oder so, sondern das ist einfach, yo, wir filmen euch einfach beim Alltag. Wie wär's damit? Boah, bis deppert, wenn ich da dabei wäre, Kaiser Alltag. Wisst ihr, wie der ausschaut? Ich sitze den ganzen Tag hier im Studio und schneide meine Videos und dann komme ich heim und schaue fern. Und dann wieder. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Boah, das wäre eine Sendung, oder? Das würde ich mir reinziehen. Die einen besonderen Lebensstil gezeigt hätte, ja? Von irgendwelchen Jet-Set-Influencern, die hierhin fliegen, die große Events da machen. Ich meine, es gibt ja die Leute, die richtig fette Videos produzieren, die auf Bühnen stehen, die auch was erleben. Und die vor allen Dingen sich auch irgendwie kreativ ausleben. Aber passiert hier halt nicht viel. Und das finde ich ein bisschen komisch, denn in einem Artikel dazu stand Folgendes. Den meisten dürfte wohl klar sein, dass nicht immer alles ist, wie es scheint. Welche harte Arbeit, nervliche Zerreißproben und auch mal schlechte Tage tatsächlich hinter der Glamour-Welt von Influencern steckt, erfahren Zuschauer ab dem 2. Juni exklusiv auf Join. Ja, nee. Denn von dieser harten Arbeit sieht man nichts. Ja klar, wird da auch mal ein Foto gemacht oder eine Instagram-Story aufgenommen. Das ist schon harte Arbeit. Aber das ist ja keine Arbeit. Ja, es geht sehr viel darum. Hä, was ist sicher. Du musst genau überlegen, so, yo, welches Dirndl ziehe ich heute an und so. Nein, also ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute sagen, also YouTuber und sowas generell nicht so gerne sagen, yo, ich bin Influencer. Weil dann denken die Leute, okay, du chillst den ganzen Tag zu Hause und dann machst du ein Foto von dir im Spiegel, postest das und dann, keine Ahnung, hast du 500 Euro auf dem Konto, mehr. So, weißt du, was ich meine? Und das ist halt leider nicht die Realität, weil wenn das die Realität wäre, bis Stepper, ich hätte viele Fotos gepostet von mir.
an? Wie gestalte ich mein Haus? Wann treffe ich mich mit meinen Freunden? Ja, kein Wunder, dass Leute denken, dass Influencer kein richtiger Job ist, wenn man nie was von der eigentlichen Arbeit zu sehen bekommt. Ja, ganz leicht im Ansatz sieht man so ein Meeting mit so Werbepartnern oder wie man mal ausgestattet wird. Aber ich habe 3 Folgen insgesamt geguckt und ich kann nicht sagen, was die einzelnen Personen eigentlich für Content machen, weil man nie irgendwelche Content oder kreative Arbeit sieht. Wo sind die kreativen Prozesse, das Ausarbeiten, das Filmen? Ja, und dann ist immer so, ja hier mein Alltag als Influencer. Zuerst stehe ich auf um 12 Uhr in der Früh, 12 Uhr in der Früh. Dann gehe ich 2 Stunden lang meditieren. Dann esse ich ein Müsli mit Datteln, Bananen, Erdbeeren und sonst was alles drin, was fucking ultra teuer ist, ne? Dann gehe ich nochmal meditieren, dann gehe ich duschen, dann gehe ich in die Sauna, dann gehe ich ein Buch lesen. 2,5 Stunden, ja, dann ist schon 8 Uhr am Abend, dann poste ich ein Selfie, verdiene meine 500 Euro, gehe schlafen. Und dann rege ich mich auch mal, da muss ich ganz ehrlich mich auch einfach mal aufregen drüber, wie hart nicht das Leben eines Influencers ist, ne? Und das ist halt, ich will nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden. Also klar, ich weiß schon, dass die das nicht so machen, aber so Bro, ich arbeite mehr als in meinem ganzen Leben so davor und halt, die Arbeit ist wesentlich geiler. Das ist nicht die Frage, aber es ist halt trotzdem Arbeit, die gemacht werden muss, also Arbeit. Ich bin mega froh, dass ich den Job hier habe, aber trotzdem fehlt es mir halt einfach sehr viel und sehr oft an Zeit, weil ich, auch wenn ich streame, muss ich, das ist hier Geheule auf dem höchsten Niveau. Ich meine nur, um den Punkt rüberzubringen, ich muss quasi streamen, damit ich Content für einen Zweitkanal habe, auf dem dieses Video hier zum Beispiel gerade läuft, ne? Und manchmal habe ich halt sehr wenig Zeit zu streamen oder manchmal würde ich dann gerne was mit meiner Freundin am Abend machen, aber es geht nicht, weil der Boy arbeiten muss. Na, aber trotzdem, ich liebe meinen Job und ich würde es never ever traden gegen irgendwas anderes. Außer ich könnte Selfies posten. Dann würde ich es machen. Filmen, aufnehmen, Post-Production, Analysen. Aber halt nochmal so, im Vergleich zu meinen anderen Jobs und sowas ist das hier das Allerbeste. Aufarbeitung. Also das ist ja ein sehr großer Teil der Arbeit, die Leute wie wir alle hier irgendwie jeden Tag machen. Wir chillen ja nicht 3 Stunden in einem Café und dann gehen wir mal zum Friseur, sondern wir sitzen gefühlt 10 Stunden am Schreibtisch, weil das halt sehr viel Schreibtischarbeit ist. Aber bei denen sieht das halt so aus, als würden die dann irgendwie einfach mal so rumsitzen und sich überlegen, ach, ich könnte den einen ja da mal treffen. Aber es gibt doch so viel, was man zeigen kann. Die Leute machen ja YouTube-Videos, die machen Musikvideos, dann zeig das doch. Ich möchte doch sowas viel lieber sehen. Ja, das sind doch die Hintergründe, die ich sonst nicht überall sehe. Ja. Weil wie jemand den Müll rausbringt, also das kann ich auch bei mir selber gucken. Oder halt besser mal selber den Müll rausbringen. Selbst bei dem Kinofilm von Leo Baileys hat man gesehen, wie die auf Fan-Events war, ja, wie die Content aufgenommen hat, wie es hinter den Kulissen tatsächlich funktioniert hat bei ihrer Arbeit. Wie man sieht, wie Content erstellt wird. Wir haben in den letzten Jahren so viele Content-Creator gehabt, die kritisch über ihren Beruf geredet haben. Die geredet haben über Stress, Druck, Burnout, die sich jahrelang zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, ja, nee, irgendwie funktioniert das nicht. Also in der Szene wird ja schon viel gearbeitet, da passiert ja was. Zeig was Positives, wie Leute jubeln, wie die was erleben. Zeig was Negatives, wie die versuchen, damit umzugehen. Und das ist es halt, ich habe ja auch keine Ahnung, wie die anderen Leute das alles machen. Du siehst halt 10 Minuten von meinem Content alle paar Tage mal auf YouTube und halt auf dem Zweitkanal so die Reactions. Aber das geht ja auch wesentlich schneller, das so zu produzieren. So. Aber du hast halt null Ahnung, was sonst noch so im Hintergrund passiert. Und ich habe das auch nicht bei anderen Leuten. Und deswegen, gerade so ein Programm ist doch so eine geile Option, sowas zu zeigen, ne? Wenn wir die Struggle haben. Aber zeig wenigstens irgendwas Spannendes. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Sachen zu zeigen, die einfach nur langweilig sind. Es gibt so ein paar Momente, wo hin und wieder mal Sachen durchkommen, wo ich sage, ja, ey, dann erzähl mir doch mehr davon. Hendrik erzählt zum Beispiel in einer der Folgen, dass er schon lange Zeit Probleme mit Depressionen hat und dass das irgendwie auch mit seinem Job schwierig ist. Und das sind ja diese Einblicke hinter die Kulissen, die man auch sehen möchte. Oder dass Marvin über Body Positivity erzählt, wo er sagt, ja, irgendwie, ich zeig mich auch so und so, da muss man auch irgendwie mit umgehen können. Aber das ist so klein und so kurz. Und dann geht's halt irgendwie wieder um Standardgelaber. Ach, wir haben uns so lange nicht gesehen, ja, was machst du denn so? Ich verstehe nicht, warum diese Sendung eigentlich existiert. Warum sollte ich mir das angucken? Wenn ich ja nicht... Vor allem das Ding ist, wenn die jetzt, angenommen, die leben jetzt wirklich so exakt diesen Lifestyle, jetzt überleg dir mal, aus meiner Perspektive wäre dann der Gedanke, okay, ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause und ich treffe mich mal hin und wieder mal mit dem und dann poste ich ein Selfie und dann mache ich Werbung in der Instagram-Story für irgendeine Kooperation oder so. Das Bild von dem absoluten Ober-Influencer so quasi so, der halt nichts macht und so. Dann würde ich mir denken, Bruder, ich skaliere das halt jetzt einfach hoch. So, ich skaliere das hoch, ich habe so viel Freizeit.
und verdiene aber verhältnismäßig als so ein Influencer mega viel Kohle. Das heißt, wenn ich einfach dreimal so viel Arbeit reinstecke, dann kann ich ja dreimal so viel Kohle verdienen, oder nicht? Oder ist das ein blöder Gedankengang? I don't know. Interessantes zu erzählen habe, dann erzähle ich dreimal so viel Selfies. Und es ist ja nicht so, wie gesagt, in Deutschland gibt es ja Influencer, die krass viel erleben. So ein Knossi ist bei riesen Live-Produktionen dabei, bei Fernsehshows. Ja, der bringt eigene Produkte raus. Das wäre zumindest spannend, sich mal anzugucken, weil ich ja auch selber nicht dabei bin und solche Sachen auch nicht jeden Tag sehen kann. Selbst in der Sendung bei Simon Desue hatte man, auch wenn da nicht viel passiert ist, zumindest einen roten Faden. Es gab dieses Narrativ, ah, was ist denn mit einem Heiratsantrag, oh, oh, oh. Und am Ende gab es dann einen Heiratsantrag. Und selbst da haben die sich Mühe gegeben, irgendwas zu machen, was dann spannend ist. Irgendwie Skydiven oder Fallschirmspringen oder was weiß ich. Aber das hier wirkt eher wie so eine ganz normale Reality-Sendung ohne den großen Glamour. Und die Leute können da halt nicht mal was für. Die Leute, ich finde die eigentlich alle ganz sympathisch. Na, wie Marvin seiner Mutter hilft und wie Paola versucht, ihr Familienleben unter einen Hut zu bringen und sowas. Das, die sind alle sehr nett, aber... Also, ja, passiert halt nicht viel. Kleiner Rat an Join, guter Ansatz, ja, vielleicht sich Leute einkaufen oder einen Zeitpunkt abwarten, wo einfach ein bisschen mehr passiert. Wenn Musikvideos produziert werden, geh doch mal mit. Das ist ein bisschen Arbeit, ich weiß, aber dann wird's vielleicht spannender. That is the smartest thing that I've ever witnessed in my life. So kann ich sagen, ich glaube, das war an der Stelle nix. Wenn ihr natürlich trotzdem großer Fan von Marvin Magnificent oder Paola Maria seid, könnt ihr euch das angucken? Ja. Würde ich jetzt aber ansonsten eher von abraten. Also ich würde es mir auch anschauen, wenn jetzt so einer von meinen Favorite Creators da drin wäre. Aber halt auch, also es wäre dann trotzdem enttäuschend, ne? Wenn du dir dann so denkst, jo, hier Alpha Kevin ist da drin, Alpha Kevin Alltag. Und dann schaust du das an und dann sitzt du so vom Rechner. Super. Danke fürs Zuschauen. Na, komm. Habt ihr das Ding vielleicht ebenfalls gesehen? Wenn ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, ey, ich hatte auch irgendwie nichts anderes erwartet. Vielen Dank für den ganzen Support in letzter Zeit. Vielen Dank für die Likes, für die Abos, für die Views. Kein Ding, Digga. Kein Ding. Das bin übrigens alles ich. Ich habe 4322 Fake-Accounts. Klängern ist kein Problem, aber ich würde mich trotzdem drüber freuen, wenn du dich mal bedankst bei mir auch. Ja.